Hallo, heute zeige ich euch einen Zopfarmband. Dieser Zopfarmband ist ein bisschen kompliziert. Aber wenn man das ganz gut lernt, ist das nicht mehr so schwierig. Fangen wir an. Zuerst brauchen wir einen Haken und einen Loom. Jetzt nehmen wir eine verschiedene Farbe oder zwei, es ist egal. Jetzt spanne ich es zuerst zum Links. Dann zu rechts. Also zu rechts. Wackeln. Dann spannen wir den linken nach vorne. Das machen wir genau denselben bei rechts. Dann nehmen wir wieder schwarz und dann wieder. Also immer so bis daher. Wenn wir hier sind, spannen wir die, also zum Beispiel hier ist weiß, dann spannen wir zwei schwarze hier hin. Wenn wir hier oben sind, spannen wir zuerst den linken darüber, dann den rechten. Dann nehmen wir ein einzelnes Farbe oder zwei, das ist egal. Wir spannen zwei Gummibänder aber. Nehmen zwei Gummibänder übereinander und spannen es von mitteln nach vorne. Aber immer zu zweit. Bis hier oben her. Jetzt drehen wir den Loop um. Jetzt nehmen wir eine Farbe, was ihr ganz unten macht. Meine war weiß. Also nehme ich jetzt weiß. Wenn ihr eine Farbe genommen habt, macht ihr, also tut ihr diese zwei Finger rüber und dreht. Und tut wieder diese zwei Finger rüber. Jetzt haben wir einen Achter gemacht. Jetzt spannen wir den Achter hier darüber. Jetzt loomen wir die Mitte. Aber wir loomen nicht normal. Wir nehmen nicht zwei, sondern nehmen nur einen Gummiband von ganz oben. Und spannen das genau hier hin, genau zum zweiten. Jetzt gehen wir wieder ran. Wir nehmen diesen Gummiband und spannen wieder. Ah! Entschuldigung, jetzt spannen wir diesen roten. Zum zweiten. Eins, zwei. Jetzt gehen wir hier rein und holen den ersten Gummiband und spannen es daher. Das machen wir bis so her. Also diese letzten zwei machen wir nicht, okay? 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 Oder doch, wir nehmen diese zwei, also ein Gummiband hier. Und dann daher, sonst bleibt sie nur noch übrig. Dann spannen wir, also gehen wir da rein und holen diesen ersten weißen heraus. Das ist der linke und spannen es daher. Jetzt nehmen wir den schwarzen von ganz unten. Okay. Und dann. Und dann das hier hin. Jetzt nehmen wir den unteren wieder. Baba! Jetzt nehmen wir den schwarzen von hier ganz unten. Das machen wir bis nach oben. Hier hin. Und hier oben nehmen wir den hier oben. Hier oben nehmen wir den schwarzen Gummiband.
Und hier oben, nehmen wir den schwarzen Gummiband heraus und spannen es in die Mitte. Jetzt machen wir denselben hier, aber ich zeige euch nur den ersten. So, denselben machen wir hier aber. Jetzt nehmen wir den untersten Gummiband und spannen es dort hin. Wir machen es bis hierhin. Wir sind hier oben und gehen jetzt rein und holen den schwarzen Gummiband und spannen es dahin. Und jetzt nehmen wir ein Gummiband und spannen es hier rein. Wir tun zuerst den Haken. Und jetzt nehmen wir es raus. Und jetzt nehmen wir einen C-Clip und tun es rein. Wenn wir es reingetan haben, ziehen wir, ziehen es dann einfach raus. Mit Haken. Und langsam und vorsichtig. Jetzt vorsichtig mit dem Hand. Weiter mit Haken.